Hallo, ich heiße Du. Ich bin mir sicher, dass wir alle in dieser Quarantäne Langeweile haben und wollen was Schönes machen, aber nicht die Materialien zu Hause haben. Wir machen heute eine Vase. Also, wir erstellen heute eine Vase. Ich habe hier eine Vase, die ganz normal ist. Da drauf ist nichts. Ich mache diese Vase zu einer sehr schönen Vase, die man halt in sein Zimmer hinstellen kann. So, wir fangen an. Dafür brauchen wir halt ja natürlich eine Vase. Strohhalm. Ich stelle die jetzt alle hier. Und Kleber. Ich habe jetzt die Strohhalm in der Größe meiner Vase geschnitten. So, ja, nicht genau. Ihr macht es auch. Wir fangen jetzt an und kleben die. Ich habe mir gedacht, wenn wir die mit der Pinsel so streichen, wird es besser werden. Weil sonst ist das halt sehr chaotisch. Wir fangen an. Wir holen die Strohhalme. Wir stellen die jetzt in der Seite. Dann machen Kleber da drauf. Ich weiß nicht jetzt, was das sein soll. Wir streichen den halt so, dass das so auch schön aussieht. Wir suchen nicht alle die ganze Kleber so in einer Stelle. Nicht so in einer Stelle hinzumachen. Sondern so überall. Jetzt kleben wir das hin. So wird es aussehen. So, Freunde, ich dachte mir, wenn ich so eine Handschuhe anziehe, werde ich keinen Kleber mehr in die Hände bekommen. Und dann kleben die halt nicht mehr. Die ganze Arbeit wird ja auch leichter, wenn ich die anziehe. So, ich habe jetzt bis hier so gesagt, geschafft. Das ist ein bisschen schwer. Ich habe mir gesagt, manche waren auch ja nicht so in die gleiche Länge. Manche waren halt größer. Da musste ich halt von unten es schneiden, damit es halt ja so sitzt. Ich habe es jetzt nur so gemacht. Es dauert ein bisschen lang. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt das so hinstelle, wenn er die Kleber da drauf mache, wird es halt besser. Ich habe immer versucht, die Farben halt. Ich habe immer versucht, dass die Farben nicht so zwei Farben an der gleichen Stelle sind, sondern so die Farben halt verteilen. Okay, jetzt. Ist es schiefer, schöner geworden, oder? Weiß ich nicht genau. Ich finde das trotzdem schön. Das dauert wirklich lang. Ich bin bis jetzt auch noch das da. Ich habe jetzt da so gemacht. Ich finde das sehr schön. So, ich mache jetzt weiter. Und wenn es fertig ist, zeige ich es euch, wie das aussieht. So, am Ende sieht es jetzt so aus. Ich finde das sehr schön, ehrlich jetzt. Oder? Also von unten ist mir ein bisschen schief gelaufen, aber es ist doch schön. So sieht es am Ende aus. Wir können sehr viele Sachen da drauf tun. Blumen, ihr könnt das auch auf einer Pflanze, so das Ding halt von unten, von einer Pflanze. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Ich werde es euch zeigen. So, das ist es. Das Unterteil von dem Pflanze halt hier. Wir können da auch Strohhalm tun.
Das wird auch schön aussehen, wenn wir das mit Strohhalmen so überall dekorieren. Ich finde das halt eine gute Idee. Wir können das auch für eine Glas machen zum Trinken. So, ja, ist ein bisschen gemütlich. Ich finde das halt sehr schön. Ich werde das auch in meinem Zimmer machen. Und mache auch da Blumen drin. Ihr könnt auch, wenn ihr vielleicht ein kleineres habt, Stifte reintun. Ist halt schön. Danke, dass ihr mich alle geschaut habt. Vielleicht auch danke für die anderen, die es auch gemacht haben. Ich wünsche euch alles gut. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und ciao.